So, jetzt werden wir den ekelhaften Biester besiegen. Ich habe das Gespräch jetzt nochmal gemacht und habe F8 gedrückt zum Speichern. Yeah. So. Das mit dem Bogen war nicht so eine gute Idee, weil dann die Einwohnerschaft auf uns losgegangen ist. Ja. Schön, yo. Ich würde sagen, wir gehen uns erstmal heilen und passen besser auf bei diesen Viechern. Ich pull die ja immer ganz gern mit dem Bogen, weil da kann man schon mal Schaden rausrotzen. Warte mal. Wo kann man sich denn hier am besten aufladen? Ein Wasserfass wäre nicht schlecht. Ich kenne kein Rezept. Er kennt kein Rezept. Du sollst auch siffeln, nicht nichts brauen hier. Egal. Ach je. Na, ich will nicht baden. Ich will nicht baden. Wenn du... Dein Ernst. Ich muss doch... Jetzt kann ich einen Heiltrank siffeln, oder was? Ich glaube, hier haben wir noch einiges zu tun. So, dann würde ich sagen... Ah, jetzt weiß ich auch, was ich machen wollte. Sorry, Leute. Ich hatte es vergessen, so... So, springen, jump, jump, motherfucker, jump. So, du bist hier der Schmied? Ich wollte mir ja... Ich bin nicht nur ein einfacher Schmied, Jungchen. Ich bin der Beste und ein guter Goldschmied noch obendrein. Wenn du bei mir lernen willst, muss ich dich enttäuschen. Ich hatte seit Jahren schon keinen Lehrling mehr. Also frag mich erst gar nicht, klar? Sehe ich etwa wie ein Lehrling aus? Hab nicht so eine große Schnauze, Jungchen. Sonst wirst du mich mal kennenlernen. Sag, was du von mir willst. Ansonsten verschwinde wieder. Ich brauche Waffen. Das sagen alle. Aber kannst du dir das auch leisten? Wenn ja, ich will lieber gar nicht wissen, woher du das Gold hast. Zeig mir deine Waffe. So, mal schauen. 58. Joch, Einhänder. Ja, wir haben... Wir brauchen mehr Stärke. Ah ja, dann halt hier. Gut. Ja, wir haben anscheinend keine Wahl. Noch kommen wir keine bessere Waffe ohne Stärke. Deshalb speichern uns ab in den Kampf, würde ich sagen. Na dann komm mal her. Ah, du Scheiße. Das war jetzt nicht mein Plan. Wir hauen alle drauf rum. Erstes. Bam, 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 bam. Ihr seid echt... Das ist meine Mannschaft hier. So macht man das heutzutage. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Falsch gedrückt. Die ekligen Insekten im Sumpf sind erledigt. Gut. Hier ist dein Gold. Ja, so mag ich das. Kurz und schmerzlos. Was? Schon gut. Kannst du mich im Kampf... Oh, nee. Sollst du nicht. So. Domenico. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Erzähl mir was über dieses Lager. Bist noch nicht lange hier, was? Also pass auf, ich mach's kurz. Wenn du essen willst, musst du dafür arbeiten.
Aber wenn du hier bist, um abzusahnen, gehst du besser zu den Kuttenträgern in der Vulkanfestung. Hier wird dir jeder die Hand abschlagen, wenn du dich an den Sachen anderer vergreifst. Klar? Und jetzt geh wieder, ich hab zu tun. Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ein guter Kämpfer? Der Beste. Und jetzt geh. Ich hab keine Zeit zum Quatschen. Okay. Ja, was machen wir dann jetzt? Ich würde sagen, erstmal fragen wir jetzt nochmal den Schmied. So, F8. Ich suche Arbeit. Pah, erzähl mir nichts. Keiner hier sucht nach Arbeit. Das Einzige, was alle suchen, ist das Gold. Und du siehst nicht so aus, als wärst du eine Ausnahme. Erzähl mir mehr über deine Goldschmiede. Gold, Gold, immer nur Gold. Das schlägst du dir mal lieber aus dem Kopf, Jungchen. Jeder Krümel Gold hier draußen gehört dem Don. Je eher du das akzeptierst, umso gesünder ist es für dich. Jeder hier gibt sein Gold dem Don? Einmal im Monat muss jeder von uns beim Don vorsprechen. Alles, was wir hier in der Gegend an Gold gefunden haben, werfen wir auf seinen großen Goldhaufen im Tempel. Tatsächlich jeder? Natürlich. Niemand wäre so dumm, das Gold zu behalten und sich damit mit dem Don anzulegen. Wenn du das sagst. Pa, ich weiß, was mit raffgierigen Typen passiert, die den Don bescheißen. Kein schöner Anblick, sag ich dir. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Wie komme ich zum Don? Du? Zum Don? Vergiss es. In den Tempel lässt er nur seine engsten Vertrauten. Du müsstest schon etwas sehr Wichtiges für den Don haben, damit man dich zu ihm lässt. Verstehst du? Werd's mir merken. Was könnte den Don interessieren? Der Don will Gold. Alles, was aus Gold ist. Goldmünzen, Goldteller, Artefakte und Waffen aus Gold. Waffen aus Gold? Na klar. Kürzlich fanden wir den Knauf eines sehr edlen Goldschwertes. Der Don will, dass ich dieses Schwert wieder richte. Leider fehlt fast die komplette Klinge. Ich werde die fehlenden Bruchstücke des Goldschwertes finden. Wer weiß. Vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Lass dir nur nicht einfallen, die Dinger selbst zu behalten. Wenn du was findest, bring es mir, klar? Natürlich. Wo ist der Rest des goldenen Schwertes? Überall, wo diese alten Tempelruinen sind, findest du auch Kram der alten Völker, die sie erbaut haben. Sicherlich hat der eine oder andere hier im Lager schon eins dieser Dinger gefunden. Der besoffene Jäger Louis behauptet, mehr darüber zu wissen. Aber ich glaube, er schneidet nur auf. Wie willst du das? Gar nicht. Ohne die fehlenden Teile der Klinge kriege ich das nicht auf die Reihe. Ha, das könnte nicht mal der Beste. Und ich bin der Beste. Okay. Naja, er ist der Beste, das weiß ich ja. So, da kann ich nicht rein, da drin ist der Don. Halt! Keinen Schritt weiter! So, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte, musste man jetzt zur Frau des Dons. Aber ich habe keinen Plan, wo die alte ist. Die olle Schreckschraube hier. Ah, noch jemand, den ich füttern muss. Was willst du? Du bist hier die Köchin? Jetzt werd mal nicht frech. Dir wird doch jemand gesagt haben, wer ich bin. Ich bin Rachel, die Frau des Don. Ich kümmere mich um die Schweinebande hier draußen. Wenn du dich hier nicht benimmst, kommst du ins Loch, verstanden? Hier, nimm ein Stück Fleisch und dann geh wieder an die Arbeit. Ich will mit deinem Mann sprechen. Natürlich. Jeder muss mit meinem Mann sprechen. Der Don ist beschäftigt. Und solange das so ist, hab ich hier das Sagen. Ich will trotzdem mit deinem Mann sprechen. Also nochmal, Don Esteban ist beschäftigt. Warum sollte ich alle... Warum, ich wollte jetzt sagen, warum sollte ich denn alle die Fragen da reinlassen, um mit ihm zu sprechen? weil ich ein netter Kerl bin, weil ich will bei euch mitmachen. Ja. Ich will bei euch mitmachen. Dann mach dich nützlich. Hier gibt es genug zu tun. Zu Don Esteban lasse ich dich nur, wenn du was wirklich Wichtiges oder Wertvolles für ihn hast, klar?
Wie läuft's denn so mit deiner Bande? Jetzt guck dich doch mal um. Sieht das etwa so aus, als ob sich hier jemand kaputt schuftet? Das ganze Lager geht vor die Hunde. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich diesen Idioten mal die Hammelbeine langziehen. Vielleicht kann ich dir helfen. Was denn? Du? Wie willst du das denn anstellen? Ha! Willst du etwa die Arbeit der Anführer des Lagers übernehmen? Ich glaube, das ist ja wohl eine Nummer zu groß für dich. Wo genau ist das Problem mit deinem Lager? Jeder hier hat nur noch eins im Kopf. Das Gold aus den Tempelruinen. Mein Mann lässt die Jungs überall buddeln, um es zu bergen. Doch die Hälfte davon kommt nie bei uns hier im Lager an. Irgendjemand setzt sich über die Befehle meines Mannes hinweg und füllt sich hier die Taschen. Wenn ich nur wüsste, wer. Wer ist es wohl? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, diese ganzen Unterhaltungen werden echt langweilig auf Dauer. Dir gehorchen scheinbar deine eigenen Leute nicht. Ist das so offensichtlich? Dabei hatte ich es anfangs ganz gut im Griff. Irgendjemand scheint die Jungs gegen mich aufzuwiegeln. Ich werde dir helfen, das Lager aufzuräumen. Du willst dir einen Namen beim Don machen, was? Na gut, wenn du dich unbedingt unglücklich machen willst, geh zu den Anführern des Lagers und sieh nach, was sie für Probleme haben. Ich will wissen, was hier schiefläuft. Was würde dem Golddieb passieren, wenn du ihn kennst? Der Don wird ihn ohne mit der... Warum frage ich eigentlich? Wegen deines Lagers. Ich besorg dir dein Fleisch. Na, endlich mal einer, der anpacken will. Ich brauche 10 Keulen rohes Fleisch. Wenn du mir das Fleisch bringst, kriegst du ausnahmsweise auch ein wenig Gold von mir. Na dann. Hier, hast du deine 10 Keulen Fleisch. Sehr gut. Endlich bewegt sich hier mal was. Ich danke dir. Hier hast du die Belohnung, die ich dir versprochen habe. Das ist ja wahrlich großzügig. Nimm es oder lass es. Du wirst es sowieso bald versoffen haben, genau wie alle anderen. Ich doch nicht. Ich bin doch kein Trinker hier. Was hältst du von mir, du Alte? Immer diese unzivilisierten Menschen. Überhaupt ein Anführer? Geh und rede mit ihnen. Du wirst schon sehen, wer hier was zu sagen hat und wer nicht. Oh ja, das werde ich. Ich würde sagen, wo war nochmal Quest? Wo war Quest? Ach hier. Okay. Ich werde Schwertkampf und Bogenskillen. Alchemie brauche ich nicht. Schmied brauche ich. Erdschürfe, Tierauswahl brauche ich alles. Das brauche ich nicht. Diebeskunst, Schlösser öffnen, das brauche ich. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Das brauche ich. Das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Oh, ein muskelbepackter Kämpfer hier. Ja. So, mich würde es echt interessieren, wo die Quests sind. Seltsam. Warte mal, ich guck mal kurz was. Das ist mir nicht geheuer. So, ich habe gerade mal auf der Hülle geschaut, wo jetzt die Quests sind. Ich habe keinen Plan. Also, ich weiß nicht, wo man Quests anschaut. Ist mir jetzt eigentlich auch egal. Die Götter haben uns verlassen. Damit hat er auf gar keinen Fall gerechnet. Na gut. Da ist er selbst schuld. Scheiße, ich kann jetzt auch nicht schauen, wo die Quests sind. Ist Karte. L. Ah. Hä?
Ich muss zu diesem Besoffenen jetzt. So, okay, der besoffene Jäger. Irgendwo im Sumpf soll der sein. Da müssen wir jetzt, glaube ich, suchen gehen. Hä? Ach, Schwert ist mir irgendwie lieber. Moorleiche. Das sieht mir nach einem Scheiß aus hier. Danke. Wir sehen uns da bald wieder. Toll, wo soll ich denn hier mein Leben aufhören gehen? Was stellen die sich denn vor? Aufgepasst! Das wäre geschehen. Nur ein totes Viech ist ein gutes Viech. Gut gemacht! Das Biest ist tot. Ja. Ich bräuchte echt mal was, wo ich mein Leben hier auffüllen gehen kann, aber ich finde hier echt nichts. Ach, hier ist ein Fass. Cool. Hallo, Alter, ist der jetzt bescheuert? Geht doch. So, trink's mal schneller, du alter Sack, du. Na, endlich. F8. So, wir müssen jetzt diesen alten besoffenen Sack da finden. Der muss hier irgendwo im Sumpf rumeiern. Ui, steht ja einfach alles so rum. Ja klar, das nehme ich doch mal mit hier. Die Spitzhacke werden wir noch gebrauchen können. Ah, ich kann keine Schlösser knacken. Oh ne, brauche ich ja nicht mal. Ein nutzloses Amulett. Beschreibung, völlig nutzlos. Super. Moorleiche sind wir zum Glück losgeworden. Ah, schön verkaufen die alles. Alles mitnehmen, was nicht so nagelfest ist. Das ist mein Motto. Ich frage mich, wo dieser... Scheiße. Das sind mir jetzt schon wieder zu viele hier. Gegen einen Gegner habe ich ja echt nichts, aber es werden dann schon wieder hier zu viele. Das ist der Besoffene. Enrico! Was bei dir los, Enrico? Hi. Ah, du bist gekommen, um mich zurückzubringen, oder? Aber ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nicht, das kannst du vergessen. Bleib mal locker, ich tu dir nichts. Nein, nein, ich kenne euch doch. Erst wollt ihr einen in Sicherheit wiegen und dann kriegt man doch nur auf die Mütze. Hab verstanden, du willst nicht zurück. Wo genau ist zurück? Du bist nicht von Hawkins geschickt worden?
Weißt du, er will nämlich, dass ich wieder zur Ausgrabung da drüben zurückgehe. Ich gehe da aber nie wieder hin. Nie wieder. Verstehst du? Wer ist Hawkins? Wer soll das schon sein? Er ist mein Boss, der Anführer von uns Arbeitern. Er treibt sich im Banditenlager im Norden herum. Wäre froh, wenn er mich endlich in Ruhe lassen würde. Ja, verstehe. Wer hat dir denn den Tag versaut? Sie sind überall. Muss dich nur mal umsehen. Dann wirst du schon sehen. Diese fürchterlichen Schreie und dieses Geflüster. Ah, ich kann es kaum ertragen. Was für ein Geflüster? Wovon redest du da? Na hör mal, hast du denn nicht die schrecklichen Tempel gesehen, die überall aus dem Boden gedrückt wurden? Was glaubst du denn, wer die erbaut hat? Der ganze Kreml dieser Ahnen liegt hier überall in der Gegend herum. Und die Idioten im Banditenlager haben nichts Besseres zu tun, als ihre Gräber zu schänden. Die Ahnen werden sich dafür fürchterlich rächen. Glaub mir. Aha. Fürchterlich, fürchterlich. Entspann dich mal, Kollege. Entspann dich mal, Kollege. Du Tor, verstehst du denn nicht? Sie sind hier überall. Jetzt hört man nicht persönlich Sie hier. Sie werden aus ihren Gräbern steigen, um sich an uns Sterblichen zu rächen. Ihre Ruinen, die aus dem Boden geschossen sind, sind nur die Vorboten. Bald werden sie sich zeigen. Und dann sind wir alle verdammt. Wir alle, verstehst nur du? Nur du, weil du hässlich bist. Ich geb mir Mühe. Was ist los? Achtung! Ah. Oh. Alter! Jetzt hier, Alter! Weiter! Pass auf, wo du hinzielst! Ja. Die Viecher werden es nie lernen. Ah, super. Lecker. Das ist mein neuer Kumpel hier. Sieht richtig lecker aus. Die sind die allerbesten Homies. Und ja, ich verlasse ihn jetzt, weil er hässlich ist. Alter, das füllt ja so viel Leben auf hier. Ist ja wundervoll. Ich sollte mir die Kräuter aufheben, glaube ich. Ach, egal. Ach,